Wir sind hier bei einer Outdoor-Soccer-Anlage in Frankfurt-Bräunkesheim und ja, wir dürfen hier heute kicken, weil einer unserer Fanclub-Mitglieder bei Bolzen Online ein Fest gewonnen hat mit Fußball, Grillen, Essen, Fußball gucken nachher und ja, hier ist jetzt der Teil mit Fußballspielen. Kein Vertrauen in deinen Zuckerpass, gell? Wir werden einen Schwenkgrill aufbauen, wir werden leckere Steaks und Bratwürste grillen, wir werden ein paar Salate essen, Bierchen trinken, einen lustigen Abend haben. Jungs, Bauch rein, Brust raus! Wir wollen uns heute mal vorstellen und auch unsere Stammkneipe präsentieren. Wo unter anderem auch sehr viel Schach gespielt wird. Ja, aber auch gedartet, Fußball, Kicker und vor allem Fußball gelebt. Samstag ist meistens eine Veranstaltung, wo Fußball in der Bundesliga gezeigt wird, mit sehr merkwürdigen Vereinen. Aber auch die zweite Liga, wo wir präsent sind, vom FSV, wird natürlich auch gelebt und gefeiert. Ne? Was machst du für einen Scheiß? Der zieht mir die Hose aus. Das ist eine schöne, kleine, rustikale Kneipe. Alles mit Holz gemacht, noch alte Holzdielen drin. Das ist natürlich auch kein Schickimicki, da gibt es auch kein Plastik oder irgend sowas. So, da wird auch noch auf den Deckel aufgeschrieben, wie es sich gehört. Jeder kennt jeden und ja, da wird halt auch... Was manchmal auch nicht gut ist. Natürlich nicht. Da werden natürlich auch die ganzen Sorgen erzählt. Und also, es bleibt da nichts im Verborgenen. Hier treffen sich die Fans vom FSV Frankfurt und in den 70er Jahren waren wir auch hier tätig und eingeladen. Meine Spielzeit beim FSV war in den 70er Jahren 71 bis 79. Die Tradition beibehalten, der Heinz mit seiner Gisela, der Michael und der Felix, die waren stetig oder immer am Sportplatz und sie kennen mich eigentlich von klein auf, wenn man so will. Und ich freue mich für die Einladung und bin mit meinem Sohn der Einladung nachgegangen. Also an dieser Kneipe ist für uns besonders, dass wir halt sehr viele FSV-Fans da sind, die auch mit Eintracht-Fans zusammen in Harmonie leben und geballte Fußballkompetenz halt wahrscheinlich haben. Das war, wie gesagt, bis zum Ende ein spannender Kampf und glücklicherweise haben wir gewonnen, beziehungsweise der Frank. Ja, war schon von einigen, die gehofft haben, dass ich das Ding gewinne, aber ich habe immer gesagt, die Saison ist lang, abwarten. Und ich habe erst am 18. oder 19. Spieltag, wo ich einmal richtig gut getippt habe, mit 24 Punkten in Tabellenführung übernommen. Danach war es ja immer ganz okay und ja, daran gedacht zu gewinnen, habe ich erst so 4-5 Spieltage vor Schluss. Ich gucke mir einfach die Paarung an und das ist einfach Gefühlssache. Also wirklich keine Taktik. Wir haben ja, sehr viele Steaks halt, die auf dem Schwenkgrill zubereitet werden. Wir haben Bratwürste, ein paar Fackeln und viele unserer Mitglieder haben irgendwelche Salate mitgebracht. Also ich denke, wir werden vorzügliches Essen haben und werden hoffentlich alle satt werden. Ihr beide habt das verdient, auch die Helden, selbstverständlich. Und ich habe auch gehört, ihr habt 61 oder 62 Mitglieder. Ja. Ich wollte ja meinen Jahrgang nicht verraten, aber dieses Jahr wäre ich 63 und da wäre ich der 63. Zugang bei euch. Ich möchte mich anmelden bei den Helden mit meinem Sohn. Es war eine schöne Zeit von 70 bis jetzt und wie gesagt, ich freue mich, dass ich Mitglied sein darf mit meinem Sohn bei den Helden aus Bonn. Einfach ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die Kimberlin.